Ja, wir haben schon 10:30, das ist ungewöhnlich spät und haben noch kein Croissant von Märzenich und keine süßen Teilchen von der Zentralbäckerei Märzenich, eine der großen in Köln. Und wir brauchen dringend jetzt mal so ein kleines Frühstück und auch so einen Kaffee dort. Und es ist immer etwas Besonderes, dorthin zu fahren, weil wir haben dann immer ein bisschen das Gefühl, als wenn wir zu einer zentralen Bäckerei in Weißrussland oder in der Ukraine fahren. Das glaubt man nicht, dass diese Bäckerei hier gleich zu sehen in so einer Gegend ist. Was meintest du gerade mit dem Understatement? Ja, das, man könnte in anderen Fällen denken, dass das so, sagen wir mal, eine gezielte Ungepflegtheit hier sei. Aber das kann irgendwie nicht sein. Alleine schon diese Straße, die wir gerade fahren, ist museumsreif. Man hat dann so völlig andere Erwartungen bezüglich der Bäckerei hier. Ja, wenn man diese schicken Bäckereien in der Stadt sehen. Ist übrigens auch kein Schild oder so, ne, dass es hier Märzenich ist. Ja, jetzt fahren wir gleich da links rein. Da sitzen immer irgendwie zwei, drei Leute, die da rauchen, gucken aber nicht, nehmen überhaupt keinen Kontakt auf. Ansonsten sieht man aber immer nie irgendeinen Menschen. Siehst du, jetzt ist mal wieder einer da, die rauchen. Mal gucken, ob er jetzt guckt. Er guckt. Und dann sind da ganz viele Autos, aber keine Menschen. Und die Autos haben auch alle keine Beschilderung oder so. So. Diesmal Berliner. Auch solches Brot hier. Und da ist tatsächlich gerade ein Mensch lang gegangen. Die finde ich ja besonders lecker, ne? Oder? Ja. Magst du die auch? Die sind die besten. Müssen wir uns strategisch gut packen. Also das ist ja jetzt unser zweites Frühstück, ne? Was ist jetzt deine Wahl? Ich bevorzuge das Schokoladenhafte. Also das, ne? Und das darf ich zu Hause so nicht essen. Hier ist das eine gute, unkontrollierte Situation. Die muss man einfach ausnutzen. Ja, das verstehe ich. Und ich werde jetzt gleich hier vorne reingehen und mir einen Kaffee holen. Die kennen mich, glaube ich, auch schon.